Wir sehen uns auf reitschuster.de. Fast anderthalb Jahre ist es her, da habe ich in der Bundespressekonferenz gefragt, wie die Maske richtig sitzen muss und wie man damit umgeht. Und was dort geantwortet wird, ist genau das Gegenteil von dem, was Herr Lauterbach heute mit seiner Maske machte, die er nicht nur vorschriftswidrig anfasste, sondern dann auch einfach auf den Tisch legte. Ein Albtraum für alle Hygienefachleute und ein Widerspruch zum eigenen Ministerium. Voilà. Die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene, die hat eine massive Skepsis bei der Maskenanwendung von FFP2-Masken. Ich will sie nicht aufführen, aber sie sagen, es muss geschult werden, unterschiedliche Typen. Und sie sagen, im Alltagsgebrauch Skepsis und ohne die richtige Anwendung nicht sicherer als chirurgische Masken. Gerade im Hinblick auf die Frage von Herrn Jung, was haben Sie da für Erkenntnisse, schätzen Sie das ein? Vielen Dank. Ja, na, ich meine, Sie wissen, wir haben auf unseren Webseiten unter anderem zusammen gegen Corona.de auch eine sehr ausführliche Beschreibung, wie FFP2-Masken und auch ÖP-Masken richtig anzuwenden sind. Natürlich ist es wichtig, auf den richtigen Sitz zu achten, darauf, dass nicht auf die Maske selbst gefasst wird, sondern tatsächlich nur an die Ränder. Und insofern, wenn eine Maske richtig angewendet ist und richtig sitzt, dann hilft sie auch. Man sieht aber doch sehr, sehr viele Menschen im Alltag, die das schaffen. Zusatz? Da sehe ich viele umgekehrt, bei denen sie nicht ein- und aufmacht und schlecht sitzt. Haben Sie da Erkenntnisse? Gibt es da Untersuchungen oder wie sicher die Anwendung in der Praxis funktioniert? Also mir liegen jetzt keine Studienergebnisse zur Frage vor, wie viele Menschen die Maske richtig aufsetzen und anwenden können. Lassen Sie mich da noch einen Satz dazu sagen. Es geht mir hier überhaupt nicht darum, mich lustig zu machen. Im Gegenteil, ich mache genau die gleichen Fehler und mir geht es hier genauso. Das soll nur noch mal verdeutlichen hier, wie lebensfremd die Herangehensweise unserer Regierung ist. Und in meinen Augen hat es schon fast etwas Zynisches, wenn dann behauptet wird, man sieht doch so oft, wie das passiert und im Saal genau das Gegenteil zu sehen ist. In meinen Augen phänomenal. Der Minister, der eine Vorbildfunktion hat, der allen immer zeigen will, wie es geht, der ein großer Anhänger der Maske ist, der demonstriert vor laufender Kamera, dass er nicht in der Lage ist, mit der Maske richtig umzugehen, dass er sie unhygienisch benutzt und keiner der Anwesenden in der Bundespressekonferenz ist in der Lage, das anzusprechen. Entweder trauen sie sich nicht oder sie erkennen es nicht. Faszinierend. Und für alle, die noch nicht mein Extra-Video dazu gesehen haben, jetzt nochmal eine weitere Aussage von Herrn Lauterbach auf der BBK, die phänomenal ist. Der renommierte Virologe Klaus Stöhr, der auch in der Evaluierungskommission der Bundesregierung sitzt, der hat danach nur den Kopf geschüttelt auf Twitter, sagte er, bestenfalls bringe Herr Lauterbach da etwas durcheinander ohne Worte. Also so das vernichtende Urteil vom Fachmann. Voilà. Also bei Geimpften ist es so, dass man oft schon Symptome hat, bevor man überhaupt ansteckend ist. Weil die Impfung führt dazu, dass sozusagen der Körper sehr schnell reagiert, noch wenig Viruslast. Und dann erst kommen die Viren und dann steigt die Viruslast. Das ist übrigens auch einer der Gründe, weshalb quasi die Impfungen die Pandemie begrenzen. Weil sehr häufig sind die Leute schon mit Symptomen unterwegs und bleiben dann auch zu Hause, noch bevor sie wirklich ansteckend sind. Weil bei demjenigen, der geimpft ist, die Symptome oft beginnen, bevor die Viruslast sehr hoch ist. Das ist bei Ungeimpften ganz anders. Bei Ungeimpften ist zuerst die Viruslast sehr hoch. Und dann kommen die Symptome. Dort als Nein, also das war kein Fake, das war Karl Lauterbach weniger ein Risiko für andere, als wenn man genau so im Originalton. Fragen Sie mich nicht, ich habe das aus der Impfwerbung etwas anders in Erinnerung gehabt, aber ich bin ja auch medizinischer Laie. Ob das jetzt etwas ist, was wirklich alle dazu bringt, sich doch noch oder wiederholt impfen zu lassen, wie es der Minister ja möchte, ich weiß es nicht, manche schimpfen ihn ja als Pharmavertreter. Ja, wenn er denn einer wäre, dann würde ich mich fragen, ob er ein erfolgreicher ist nach so einer Aussage. Man muss es sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen und darum jetzt zum Schluss noch einmal diese Aussage. Voilà! Also bei Geimpften ist es so, dass man oft schon Symptome hat, bevor man überhaupt ansteckend ist.
Weil die Impfung führt dazu, dass sozusagen der Körper sehr schnell reagiert, noch wenig Viruslast. Und dann erst kommen die Viren und dann steigt die Viruslast. Das ist übrigens auch einer der Gründe, weshalb quasi die Impfungen die Pandemie begrenzen. Weil sehr häufig sind die Leute schon mit Symptomen unterwegs und bleiben dann auch zu Hause, noch bevor sie wirklich ansteckend sind, weil bei demjenigen, der geimpft ist, die Symptome oft beginnen, bevor die Viruslast sehr hoch ist. Das ist bei Ungeimpften ganz anders. Bei Ungeimpften ist zuerst die Viruslast sehr hoch und dann kommen die Symptome.